Und so verlasst ihr wieder die alte Residenz und tretet gerade nach draußen. Vor euch die priesterkaiserliche Noralexakrale. Über euch ist es spät in der Nacht. Ihr fühlt euch gerädert, müde, hungrig. Nur Jarlan, der jetzt drei von den Erschöpfungspastillen gegessen hat und die nächsten Nächte nicht schlafen wird, fühlt sich zwar nicht müde, aber er ist trotzdem immer noch genauso zerstört. Die Nacht für euch hat früh geendet. Ihr seid in allerfrühester Morgenstunde aufgestanden, habt gekämpft, gelitten, seid fast gestorben und jetzt steht ihr wieder mit dem Nachtwind um eure Nase auf dem Platz. Ihr könnt sehen, wie zu dieser späten Nacht um euch herum gibt es natürlich noch ein bisschen Lärm. Gareth schläft nie, aber ein paar Händler, die gerade ein paar Sachen ausladen. Ein Bote, der an euch vorbeiläuft. Ziemlich hektisch. Aus dem Weg, beiseite, ich muss da durch. Wo geht's denn hin? Weg! Er will sich da so ein bisschen an euch vorbeischieben, er verspätet ihm gerade so ein bisschen den Weg, rempelt dann an euch vorbei und läuft dann weiter. Das kann nichts Gutes verheißen. Wie viel schlechter könnte es überhaupt noch werden? Er könnte den ganzen Stadt mitteilen, was wir gerade, na nicht was wir besprochen haben, aber was in Wirheim vorfiel. Lief Der gerade Pass gefällig, aus dem vielleicht nichts Süden nach erweist. Norden. Wir müssen jetzt eh erstmal alle schlafen gehen. Ihr seht alle aus, als hättet ihr seit 20 Stunden nicht mehr geschlafen und hättet eine Schlacht hinter euch. Ich noch zusätzliche Erschwernisse? Ja, dein Moralkodex. Das war bei einer soliden 19. Oh fuck. Doppel 1 geht immer. Heute nicht. Kiaras und Isarun können erkennen, dass ihm wohl, ja, er kann kein erfahrener Botenläufer sein. Ihm ist der Brief wohl gerade aus der Tasche gerutscht, als er an Jarlan vorbeigerempelt ist. Hey, guter Mann, wartet, wartet. Nee. Was ist denn das für ein Brief? Öffne Welcher ich mal Brief? und heb den auf. Siegel? Ja, da kannst du mir noch gleich noch eine Heraldik nachwürfeln. Ist nicht erschwert, es ist ein garätsches Siegel. Irgendwo habt ihr das schon mal gesehen, aber da will ich trotzdem eine Heraldikprobe haben, um das zu deuten. Kafek. Das sollte ich erkennen. Ha. Und an wen ist es adressiert? Steht da nicht drauf. Gesiegelt von Carfank an unbekannt. Der Bote ist jetzt weggerannt. Der Bote ist weiter vorbeigerannt, du hast ihn wohl noch kurz gehört. Er wollte wohl irgendwie zu einem Pferdestall oder so, damit er dann irgendwie weiterreiten kann. Also hat wohl ein bisschen mehr Weg vor sich. Ob unser Bürgermeister wohl fliehen möchte? Was habt ihr denn da? Ja. Hier, ich zeig mal den Brief vor und deute auf das Siegel. Ist der Mann einfach weitergelaufen? Naja, jetzt der Bürgermeister wird vermutlich öfter Briefe verschicken. Eilige Briefe. Kurz nachdem er aus einer Besprechung in der alten Residenz kam. Vermutlich, wenn er als Bürgermeister die Stadt bereit machen möchte. Mitten. Ihr kennt Carfank. Er macht die Stadt nicht bereit, er macht seine Geldbörse bereit. Selbst wenn, warum ist das jetzt unser Problem? Ich breche das Siegel und mache den Brief auf. Ihr könnt doch. Jetzt ist das Kind Inquisition. verschwunden. Wir sind nicht mehr die Inquisition. Wir sind allerdings wohl derzeit irgendwie Teil des regierenden Gremiums. Bis endlich Selindian, ihr wisst schon. Ja, Isarun, die stoppt den So Brief. wurde der Reichssicherheit öffentlich jetzt diesen Brief. Wer weiß, was da drin steht. Nun, ihr habt ihn Wenn der gesprochen. Bürgermeister fliehen möchte, ist das natürlich kein gutes Zeichen. Ich falte den Brief auf. Was steht denn drin? Lies doch mal vor, jetzt, wo du den schon aufgemacht hast. Geduld ist eine Tugend. Ja, die habe ich nicht. Es ist spät, Isarun. Also,
Hier steht, Eure kaiserliche Majestät, als Bürgermeister der Metropole Gareth möchte ich euch willkommen heißen und euch versichern, dass sich die Stadt gerne eurer künftigen Herrschaft erfreut. Wir bitten um Verschonung unserer Häuser und Straßen und sind bereit, uns einer neuen Ordnung zu unterwerfen, in der die Kaiserfamilie einen anderen Namen trägt. Was Steuern und Abgaben sowie die Schließung von Tempeln angeht, hoffe ich, dass wir zu einer Lösung kommen werden. Lebendig vermögen wir euch viel mehr zu dienen als tot. Falls ihr die Auslieferung verschiedener Personen fordert, sollte dies nicht unmöglich sein. Bitte schickt mir eure Wünsche, aus denen wir uns eure Gnade verdienen können. Euer ergebener Diener, Kafink, Trautmann mit Vornamen. Das Tempel, ist Hochverrat. Tempel schließen. Immer rennt nach Norden. Wir müssen den aufhalten, wenn er am Wehrheimer Tor vorbei will. Ja, pack ihn dir. Verfluchte. Man sollte meinen, er würde Answin schreiben, das könnte man ja auch vielleicht irgendwo verstehen, aber Galotta. Dreckiger Verräter, der gehört gehängt. Und den greifen wir uns. Ja, und zwar sofort. Ich mache natürlich Körperbeherrschung plus 5, wenn ich Athletik nicht habe. Genau, also eine Athletikprobe als Sprint, um so viel wie möglich rauszuholen. Also er hat natürlich einen großen Vorsprung. Und... Oh. Guter Wurf. Ja, und Ömer, du siehst gerade wohl, wie er über euch im Norden hat er da wohl so einen Pferdestall. Du verfolgst ihn natürlich mit deiner Gassenkunde. Er hat sich da dann hier wohl sehr nördlich ein Pferd in der Nähe des Semia-Tempels organisiert, will gerade aufsteigen und dann kannst du dann ihn quasi auch aus vollen Lauf anspringen, sodass du dann den einen trittst auf den Sattel, beziehungsweise auf die eine Lasche vom Sattel und springst dann, während er von der anderen Seite aufsteigen will, könntest du ihn umreißen, wenn du das möchtest. Ja, man möchte auf jeden Fall. Ja, man riskiert das, dass man ihn jetzt umreißt. Ja. Dann knallt ihr jetzt beide zu Boden und er bekommt nochmal schön Sturzschaden. Ist zwar noch nicht ganz aufgefangen, aber du knallst dann, wie gesagt, auf ihm, du landest weich auf ihm. Und ihm wird erstmal die Luft aus den Lungen gedrückt. Würfel mal 2W6 plus 4. Kann ich die Hälfte davon für mich selber nehmen, dass er nur die Hälfte bekommt? Nee, es ist nur sein Schaden erstmal. Sein Sturzschaden, du fällst weich auf ihn. Deswegen sage ich ja, kann ich die Hälfte davon nehmen, dass ich sozusagen die andere Hälfte bekomme, dass ich eben sozusagen ihn so ein bisschen seitlich reiße und dass ich dann notfalls auch ein bisschen mit der Schulter aufschlage, anstatt komplett auf ihn. Kannst du auch machen, jo. Das ist mir wert, weil er ist auch noch ein Junge und ich glaube, er wird noch missbraucht. Dann ist das der Schaden, den ich jetzt für uns beide würfel, 1W6 plus 2. Dann kriegen wir beide 7. Ach so, hast du es gemacht. Ja, okay. Wobei, man könnte auch 2W6 plus 4 und dann halbieren, aber passt. Dann kriegt ihr beide 7, das wird bei ihm... Ist das Schadenspunkt oder das Ausdauer? Ausdauer. Also es ist keine Wunde. Er schaut dich an, ihr liegt beide neben ihm auf dem Boden. Das Pferd läuft jetzt auch weg, es ist gerade noch angebunden gewesen, wurde gerade gelöst, er wollte wohl gerade losreiten. Die Botentasche liegt dann auch irgendwo neben ihm, auch irgendwie aufgerissen und... Was sollte das? Überfall! Winden des Weges! Überfall, ich werde angegriffen! Wache! Ja, ich bin ein Adeliger, überleg dir das. Was? Wieso? Ich reite im adligen Auftrag. Von wem? Vom, das geht euch gar nichts an. Ich bin Botenreiter, da muss ich euch nicht. Ihr seid nur ein Adliger. Was fällt euch ein? Ich werde euch anzeigen. Genau, das tue ich jetzt auch. Ich werde euch ins Gefängnis bringen lassen, weil ihr mich vom Pferd gestoßen habt. Was ist das für mein Pferd? Wache! Ja, Wache! Hochwohlgeboren Ömer wurde angegriffen von diesem Bengel, wer auch immer er glaubt zu sein. Ja, mittlerweile wird auch viel Licht gemacht um euch herum und du kannst dann sehen, wie dann so ein paar Stadtwächter ziemlich verschlafen ankommen, aber mit den Hellebarden in der Hand. Und von Süden aus könnten dann auch die anderen aufschließen. Wir wissen jetzt natürlich, wo Ömer hingerannt ist. Was hier los zu später Stunde? Ihr wurdet angegriffen, mein Herr. Ich bin von meinem Pferd gestoßen und wollte mich beklauen. Ich bin Botenreiter, mein Herr. Ich habe nichts getan, er hat mich angegriffen. Ich bin hochwohlgeboren Ritter Ömer, Ibn Hamil. Ich wurde auf dem Fest hier, falls ihr euch erinnern könnt, geadelt. Das war doch der Bogenschütze, oder? Ja, genau, der.
Genau. Der den Elfen besiegt hat, mit Bogenschießen. Ja, wir erinnern uns, mein Herr. Und ihr wurdet angegriffen von diesem Lausbub. Ja, ich glaube, er wollte mich ausrauben. Aha. War. Ja, die eine von den Wachen tritt jetzt an die anderen Helden heran. Tut mir leid, hier gibt es nicht zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Oh, die hohen Herrschaften. Immer. Was ist denn hier los? Sie kennen euch? Ja, das sind die anderen Teilnehmer. Ja, das sind adlige Begleiter von mir. Das ist auch alles Rittermann. Lass sie in Ruhe. Jawohl. Herr Preuß, dankt euch für eure Wachsamkeit und wir haben die Sache im Griff. Ich wurde gerade angegriffen. Er hat mich vor mein Pferd gestoßen. Ich soll einen Brief von Bürgermeister Karfek wegbringen. Er hat mich vom Pferd gestoßen. Das war mein Pferd. Könntet ihr mal irgendjemand zum Schweigen bringen, bevor ich das Recht der, wie hieß das nochmal, Jalan? Sanften Hand. Ja, richtig. So. Also, das wird mich vielleicht nicht ganz so sanft. Ich zeig ihm mal meine Hand. So, Junge, wir bringen dich jetzt erst einmal ganz gepflegt zum Tor und dann wirst du festgenommen und dann... verzeiht mir, wie soll denn die Anklage sein, hohe Herren? Man geht mal zu der Stadtwache hin und will die mal so ein bisschen an der Schulter fassen, sanft umdrehen. Könnte man ihn einfach nur für ein paar Tage einsperren, bis er dann wieder freikommt. Man zückt mal zwei Goldstücke und legt ihm dann die sanft in die Hand. Ja. Dann lässt sich doch bestimmt was machen, dass das bürokratische Irrtümer hier sind. Der Junge hat es vielleicht nicht so gemeint, aber er soll mal ein, zwei Tage im Karzer sitzen und sich mal darüber Gedanken machen, wenn man Adlige anrennen will. Ich nehme einfach mal an, Ömer bringt da so leise an, dass ich das nicht höre. Ja, Ömer will das sozusagen so zu dem Mann flüstern, dass auch vor allem die anderen Wachen das erstmal nicht hören und auch nicht sehen, wie ich dem Mann da Geld gebe jetzt. Ja, mein Herr, das ist gar kein Problem. Was kriegen wir hin? Streich das so ein. Oh, das ist sogar Gold. Sollen wir noch irgendwas mit dem machen? Irgendwie... Er soll einfach nur ein bisschen lernen, dass man hier nicht, dass man sich an die Gesetze Praios zu halten hat und dann soll das alles gut sein. Ja, natürlich, mein Herr, natürlich. Wir können da alles arrangieren. Sorgt dafür, dass keiner weiß, dass wer er ist und wenn er rumschreit. Er ist nicht adelig, er ist... Alrik, fessel ihn mal. Bitte ihm Knebel oder sowas in den Morgel, er soll aufhören zu reden. Vielen Dank, die guten Wachen. Praios mit euch. Ja, und dann dreht sich wieder zu seiner Gruppe um. Bohrer mit euch. Mann, ich habe gerade 2 Dukaten bekommen. Echt? Gib her. Ja, und so schubsen sie dann den Botenreiter vor sich her und zu dritt gehen sie weg. Was ist denn da oben los? Halt die Schnauze, Vettel. Geh wieder schlafen. So, wir haben also geklärt, dass der Brief offiziell, den er transportieren wollte, von Herrn Karfink ist. Hoffen wir nur, dass dieser Bote keinen Unfall hat, bis wir ihn noch einmal zu befragen brauchen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt der Moment, wo wir da hingehen und den Typen blutig hinrichten. Ja, Lan, ich habe die Wache um Diskretion gebeten. Wir sollten sehen, ob noch einige unserer Gesprächspartner anzutreffen sind. Wir sollten erst einmal Kaffee sacken, bevor er noch merkt, dass wir ihm auf der Schliche sind. Genau, wir müssen den Verräter dingfest machen, bevor er noch mehr Chaos verursacht und andere Leute mit hineinzieht. Mhm. Außerdem stand da etwas von wir. Er hat vielleicht schon Komplizen. Mhm. Wir werden die aus ihm herausbekommen. Ich bin nur besorgt, wenn wir jetzt an seine Tür klopfen und rufen, aufmachen, Bannstrahl, dass wir dann wenig freundlich empfangen werden. Du merkst, Rafim holt seinen Schlagring raus. Wie wär's denn, wenn wir das mal ganz preisgefällig lösen? Wir gehen jetzt zu einem Richter, sagen ihm, was wir gesehen, gehört haben und lassen uns einfach mal kurz beraten, was denn wohl ein Richter jetzt hier für angemessen hält, damit wir ganz auf der sicheren Seite sind, ob wir Karfin jetzt aus seinem Bett zerren sollen oder ob das völlig unangebracht ist. Geht hier um Anstiftung zur Paktiererei. Weil ein weltliches Gericht eigentlich keine Handhabe mehr. Eine Beratung mit einem Richter wäre natürlich trotzdem das preisgefährlichste Schätzen. Ja, das weltliche Gericht sollte man doch immer mit einbeziehen, damit man nicht die weltlichen Gerichte verärgert, dachte ich. Diese nachtschlafende Zeit werden die keinen Richter finden, vermute ich. Wir werden die Stadt des Lichts ist etwas weit weg. Ich glaube, dass ein Richter immer ein Ohr offen hat für wirklich preisgefällige Dinge und Sicherung dieser Stadt noch viel mehr. Er sehe die Grafferianer, die Tür eintreten und den Bürgermeister abführen lassen. Und ich denke, wo ist das Problem damit? Dexter würde es anders regeln. Gehen wir zu einem Richter. Und noch einen auf unserer Feier. Wie hieß der noch gleich? Magistra, ihr kanntet ihn doch. Das ist kein Richter. Ihr meintet Magister Brigand von Erkenstein.
Genau, der Rechtsgelehrte. Er ist Rechtsgelehrter, allerdings für Magierecht. Und das hilft uns in der Tat nicht. Können wir den nicht erst einsammeln und uns dann den Richter besorgen? Ich bin geneigt zuzustimmen, möglicherweise mit Hilfe einiger Tempelgardisten, so sich denn welche finden. Wir sollten Vielleicht. Das unauffällig tun, vor allen Dingen. Wie ist das denn eigentlich werden? Könnte man eine Sperre verhängen, dass keine Botenreiter, die nicht ganz spezielle Siegel haben, noch die Stadt nach Norden verlassen dürfen? Eine Nachrichtensperre? Ich meinte eine ganz spezielle Nachrichtensperre. Also sprich nur, das Garreter Kaiserhaus persönlich mit speziellen Siegeln darf die Stadt nach Norden verlassen. Palingan wird das veranlassen können. Und ich werde veranlassen können, dass auch wenn das Westtor sozusagen jetzt umgangen wird mit irgendwelchen Bestechungstricks, dass die Straßen dennoch benutzbar sind nach Norden. Umso besser. Aber erstmal muss das Verbot ausgesprochen werden, bevor ich jetzt die Straßen dicht machen lasse, sonst wäre das nicht richtig. Suchen wir wohl zuerst den Reichsgroßgeheimrat auf. Er wird sich freuen, noch ein paar Überstunden zu machen. Könnten wir wenigstens schon mal jemanden zu diesem Carving hinschicken? Ich weiß nicht, wie gute Spione der in der Stadt hat, aber vielleicht hat er mitbekommen, dass sein Botenjunge abgefangen ist. Ja, vielleicht sollte einer von uns sein Haus beobachten. Komm, Raffin, wir gehen da beide mal zusammen hin. Ich suche uns ein gutes Plätzchen, wo wir uns hinhocken können zum Verstecken. Und dann beobachten wir das Ganze mal. Das Haus soll ja auch nicht angegriffen werden, dann machen wir das einfach als Schutz. Beschreib mir doch einmal kurz, wo er wohnt. Das weiß ich nicht, ich weiß nur, wo das Rathaus ist. Nee, du weißt das, du hast doch ihn und seine Kinder observieren lassen. Achso, okay, wo war das denn nochmal in der Stadt? Irgendwo am Schlossviertel wird er wohnen. Oder ja, in der Nähe vom Schloss. Eher in der Nähe vom Schlossviertel, gleich da hier. Okay. Also, hier ist das Bürgermeister, also hier ist das Rathaus. Und wo er gewohnt hat, das habe ich nie gesagt. Also, ja, er wird wohl irgendwo hier wohnen, meinetwegen hier. Hier? Ich sehe gar keinen Fall. Ah, da. Ja, ist da im Schlossviertel, südlich vom Travia-Tempel und, nordwestlich vom Rondra-Tempel. Ich will nicht sagen immer, aber ich bin so langsam echt müde und wenn wir uns jetzt 4 Stunden dahinstellen, dann penne ich dir weg. Können wir den Bastard nicht bitte einfach einsammeln und dann endlich schlafen gehen? Ich wäre auch dafür, mithilfe von Tempelgardisten aus dem Preios-Tempel dort aufzumarschieren. Wenn wir jetzt mit Stadtbütteln kommen, könnten die sich in einen Loyalitätskonflikt gezogen fühlen. Okay, dann mach das. Dann machen wir das. Das geht am schnellsten, denke ich. Dann auch zur Sakrale. Dann wird es Tempelgardisten geben und sie ist nicht weit weg. Auf. Ja, so könnt ihr immer noch komplett übermüdet, hungrig in Richtung der priesterkaiserlichen Noralex-Sakrale gehen. Ja, am Greifenplatz gelegen, im ukurianischen Stil gehalten, könnt ihr auch hier dann noch zur später Stunde profane Sonnengardisten erkennen. Also einfach Leute mit einem goldenen Ornat, die hier vorstehen, und dann könnt ihr die kurz darüber aufklären, wer ihr seid und was ihr vorhabt. Ich schau mal den Boten des Lichts und unseren Bandstrahl erwartungsvoll an. Teil des Lichts meinst du? Bibel? Ja, mein Herr. Die preisgefällige Gerechtigkeit benötigt eure Unterstützung. Wir haben glaubwürdige Anschuldigungen mindestens der Frevelei gegen den Bürgermeister der Stadt und würden ihm gerne eine Befreiung unterziehen. Zur Absicherung der ganzen Sache würde ich es schätzen, wenn ihr mir einige Gardisten zur Verfügung stellen könntet. Selbstverständlich. Er ist wohl vor ungefähr einer Stunde oder so hier im Rathaus noch eingetroffen. Zu solch später Stunde macht er normalerweise keine Geschäfte, aber wir haben ihn zumindest reingehen sehen, aber nicht mehr raus. Da muss ich doch immer dort befinden. Wenn ihr wollt, können wir mit einer Hand dort hineingehen. Das werden wir tun. Wir sammeln die kurz beisammen. Und gut. Ich hoffe, dass alles friedlich vonstatten geht, aber seid auf alles gefasst.
Dann marschieren wir mit unserer lustigen Bande einmal quer über den Platz. Genau, einmal über den Platz rüber in das große zweistöckige Gebäude. Alt verwegen. Könnt ihr auch noch sehen, wie da wohl Licht brennt in einem der Zimmer. Und wenn ihr die Tür nach oben schreitet, könnt ihr dann sehen, wie er da wohl gerade noch am Schreibtisch sitzt und gerade nochmal einen Brief löscht. Also einmal siegelt, gegenbußet und euch dann entsetzt ansieht. Hauptmann Carfink, hier steht unter Arrest. Euch wird Frevelei, Anstiftung zur Frevelei und Reichsverrat vorgeworfen. Das muss ein Irrtum sein. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Wie kommt ihr darauf? Also, oder habt ihr Beweise? Magistra. Selbstverständlich haben wir die Beweise, den von euch selbst geschriebenen und gesiegelten Brief hier. Ich wedel mal kurz mit dem Brief. Ebenso ihr werdet jetzt mit uns kommen. Ebenso haben wir einen Boten, der bezeugen kann, dass ihr die Versendung dieses Briefes in Auftrag gegeben habt. Ihr werdet euch einer ordentlichen Befragung und einem Verfahren unterziehen. Das muss ein Missverständnis sein. An wen ist der Brief adressiert? Ich würde niemals einen Brief an... Was? Welchen Brief? Ich habe keinen Brief geschrieben. Die Beweislage sieht anders aus. Ihr werdet euch vor einem ordentlichen Gericht verantworten. Sollte es wirklich auf einem Missverständnis beruhen, wird natürlich Praios Gerechtigkeit Genüge getan. Ihr vertraut doch auf den Götterfürsten, nicht wahr? Er greift sich den Brief und rennt in Richtung des kleinen Kamins, der da immer noch brennt, und schmeißt ihn hinein. Ja, davor will ich ihn aufhalten. Also der kommt vielleicht irgendwie so den Typ zwar in die Beine springen, aber vielleicht noch in den Brief greifen, bevor er da reinfliegt? Also er sitzt hinter dem Schreibtisch, ihr steht noch an der Tür. Wir machen das jetzt mal mit einer Wiederathletikprobe. Ja, hier. Er würfelt Athletik, er ist ein alter Mann. Wenn er da auf den Brief zugeht, dann kriegt er mit dem Schlagring in die Schnauze. Ganz einfach. Immer gibt einfach mal für seine Körperbeherrschung 4 Astralenergie aus. Weißt du, ich wandle um, ich krieg 5 Punkte der Erschwernis, ich habe mir 8 Punkte dazugeholt, also 3 Punkte Bonus für den Wurf. Und dann sagt natürlich immer, ist das schon der neue Tag oder sind wir noch am alten? Das ist 22 Uhr, du hast kein Glück. Ja, dann wird mein Schicksalspunkt wohl hierfür draufgehen, denn immer wollte ich jetzt nicht ins Feuer schmeißen mit dem Gesicht voran. Ja, genau das wird passieren, dass du dafür sorgst, dass der... Ja, passt. Doppel 20. 8 Punkte, völlig egal. Ja, so könnt ihr dann gemeinsam in einer grazilen... ganz du ihm dann in den Brief hineinspringen, noch bevor er ihn hineinschmeißen kann, schnipsen kann, kannst du ihn dann abgreifen, rollst dich dann ab und Rafim gleichzeitig verhindert das einfach ganz komplett, dass er zum Feuer rennt und haut ihm mit dem Schlagring voll ins Gesicht, sodass die Nase bricht, das Innere des Gesichts gedrückt wird und er bewusstlos mit blutsprudelnder Nase liegen bleibt. Es sei vermerkt, dass die Anklage ebenfalls auf Vernichtung von Beweismitteln lautet. Ja, man geht mal zu Isarun hin und überreicht ihr das Dokument, was ein bisschen zerknüttelt ist, das Dokument, was vernichtet werden sollte. Mein Herr Bandstrahler, ich glaube, wir haben genug gesehen. Ihr habt ihn gehört, nehmt ihn fest. Ich glaube, Rafim auf den Rücken. Guter Schlag. Ah, ist das schön, den Verräter ins Gesicht zu hauen. Ach, darf ich dabei sein, bald kannst du das auch mal gerade machen. Bitte lass mich dabei sein, wenn wir ihm die Haut abziehen. Das Abziehen der Haut ist keine ordentliche Bestrafung. Ich glaube, die scheren die Leute hier nur und malen sie dann rot an. Ach, dieses tanzende Ding da, ja. Genau. Sollte er sich als Heretiker herausstellen, wird er aufgeknüpft und dann verbrannt. Naja. Das geht auch. Das klingt irgendwie. Wohin mit dem Brief? Er ist ein Beweisstück. Lesen. Ja, man hält ihn doch die ganze Zeit Isarun hin. So, ich nehme den Brief natürlich entgegen. Ja, Schreiben wird gebrochen und Isarun überfliegt kurz die Zeilen. Hm. Das ist ein sehr ähnliches Schreiben. Nur adressiert an den Schwarzen Drachen und den Alchemisten Mengwraith. Wenigstens hat er sich ordentlich in die Scheiße geritten.
Ich werde noch seinen Schreibtisch durchsuchen, ob ein weiteres Beweismaterial zu finden ist. Ihr Dach, dass keine Falle verbaut wurde. Schaut nach, ob ihr vielleicht Beweise findet für Komplizen. Kennen wir nicht einen seiner Komplizen, diesen Speichermeister? Das heißt noch lange nicht, dass er in der Sache auch mit drin sitzt. Wärst du aber zumindest verdächtig. Das ist jetzt nicht ganz höchste Zeit für eine peinliche Befragung. Peinliche Befragung. Selbstverständlich wird er zurück in den Tempel verbracht. Dort wird sich die Inquisition um ihn kümmern. Ja, dann haben wir bei Morgengrauen haben wir die Namen seiner Mittäter. Wir könnten ihm natürlich ein Wahrheitsmittel verabreichen. Aber dann bekommt er keine peinliche Befragung. In der Tat. Und als zukünftiger Ketzer möchte ich ihm diese doch ungern verwehren. Und als Verräter. Wir sollten diese Gelegenheit auch gleich nutzen, um herauszufinden, wie dreckig seine Geschäfte wirklich sind und wie sehr er die Stadt hintergangen hat schon vorher. Wir haben ja schon Gerüchte gehört mit dem ganzen Nahrungsdebakel. Ich denke, die Inquisition wird ihn zu einem Quell der Information machen. Falls denn noch ein Inquisitor in der Stadt weilt. Ich denke, es wird sich jemand finden. Ja, dann ansonsten müsst ihr die Rolle wieder annehmen. Als letzter Bannstrahler. Auch der Bannstrahl hat nicht das Recht, Leute zu foltern. So, ich gehe jetzt und foltere mich nicht mehr weiter selber. Ich gehe jetzt schlafen. Ich brauche ein paar Stunden Schlaf, damit ich wieder anständig funktioniere. Das ist eine hervorragende Idee. Ich werde mich anschließen. Die Gewalten in der Sakrale werden das im Griff haben. Ich werde mich in den Bahnstrahlerturm zurückziehen. Selbstverständlich, mein Herr. Wenn ihr irgendwelche Unterlagen einsehen mögt, wir werden selbstverständlich alles für euch aufbereiten, wenn ihr mögt, und dann auch ein Gerichtsverfahren anstreben. Die Anklageschrift liegt dann ja vor. Vielen Dank. Es ist in dieser schwierigen Zeit wichtig, dass wir gerade solche Abweichler mit aller Härte bekämpfen. Dann Praios und Boron mit euch. Schöne gute Nacht. Hab Dank. Ja, ich ziehe mich auch zurück und gehe jetzt in Richtung des Chortempels, um dort zu schlafen. Ich mache vorher einen Abstecher über Balingan. Hey, Raffi, wo willst du hin? Chortempel, schlafen! Kann man dann besser schlafen als bei Frau Putz? Vermutlich unsere letzten Tage auf Dere, die sollten wir bei unseren Göttern verbringen. Ich will ja nicht sagen, dass hier die Hälfte von uns sterben wird bei dieser Festung, bei diesem Festungsangriff, aber es ist zu befürchten. Dann komme ich mit. Ja, das wird super. Da im Sand kann man super liegen, da ist noch das ganze alte Blut. Da fühlt man sich wie auf dem Schlachtfeld.